Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu FIFA 18 und dem Journey-Modus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nach dem furiosen Spiel beim letzten Mal haben wir wieder eine Trainingseinheit. Hartes, konzentriertes Training an die Arbeit. Ja, Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid, auf jeden Fall. Und danke an die Leute da draußen, die das Ganze hier unterstützen. Standard. Seht euch das an! Wir haben das Können und das Talent, jeden Gegner auszutricksen. Also macht das auch. Vámonos! Los jetzt! Habt ihr gesehen? Wir haben das Spiel unseres Lebens gemacht. Wir geben einmal danach eine coole Antwort oder so eine möchtigen Bad Boy Antwort und sind direkt einen Platz zurückgestuft worden. Sofort. Jener normale Trainer wird dann sagen, alles klar, übertreib jetzt deine Rolle nicht, aber komm, hast du dir verdient. Aber okay, gut. Elfmeter, lief ja beim letzten Mal... Ja, alles klar. Lief ja beim letzten Mal... Oh Gott, nein. Ey, was ist denn los? Ich bin nicht in der Lage... Präzise Pässe! Ich mach erstmal den da unten. Ich bin nicht in der Lage, den Ball ins Tor zu ballern. Ey, sag mal. Bin ich dumm und hässlich zugleich? Ey, sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin hässlich, Alter. Hör auf jetzt! Geh doch. Geh doch. Aber jetzt ist zu spät. Ja, nö, das mach ich nochmal. Scheiß. Yo, jetzt ist viel schwerer. Ey, das ist doch nicht möglich einfach. So, erstmal den da. So, zack. Dann den in der Mitte. Was? Okay. So. Dann den. Bisschen doller, bitte. Ist das ein bisschen doller? Los, los, los! Ja. Jawohl, ja, geht doch. Okay. Okay, fortgeschrittene Freistöße. Okay. Wenn ich sie mal schießen dürfte, wäre das saugeil. Aber irgendwie darf man sie nicht schießen. Als Spieler hier, als Alexander. Warum auch immer. Ich darf sie nicht schießen. So, ach, mit Torwart direkt. Oh, was? War der nicht getroffen, okay. Okay. Ja, damit hast du nicht gerechnet, wa? Kleiner Wurstkopf. Boah, schön gemacht. Schönes Ding. Ran, ran, ran! Ran, ran, ran! Geht der auch rein? Boah, gegen die Latte. Mist. Check this out. Oh, schon wieder! Was ist denn hier los, Mensch? Was ist denn hier los? Die einfachsten mache ich nicht, oder was? Den klopp ich links oben rein. Ja. Ob ich das noch schaffe, ich weiß nicht. Der war ein bisschen... Ja, alles klar. Ja, exzellent kann ich noch schaffen. Ich kann exzellent noch schaffen. So nämlich. Zack. Weiß Bescheid. Nee. Schon wieder gegen die Latte. Den mache ich. Jawohl. Alles klar. Sehr schön, sehr schön. Bin ich jetzt wieder Nummer 1? Habe ich geschafft, Nummer 1 zu werden wieder. Für González. Jawohl, González. Danke. Schön. Wenn wir hart trainieren, ist der Erfolg vorprogrammiert. Genau das habt ihr heute gemacht. Dankeschön, danke, Trainer, danke. So, nicht anders, Trainer, oder? Richtig, Trainer, richtig. Nun gut. Das würde ich sagen, haben wir erfolgreich absolviert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Ladezeiten sind doch ein bisschen too long bei dem Game. Wieso wurden mir meine anderen Tore jetzt nicht zugerechnet? Was soll das? Ich wollte gerade sagen. Nee, wurde nicht zugerechnet. Was soll das? Frechheit. Na gut.
Vancouver, LA Galaxy, müsste jetzt das Finale sein, oder? Wenn beim letzten Mal im Halbfinale? Hör mal zu, Jungs. Wir sind in den Playoffs. Hin- und Rückspiel. Und heute sind wir in der Fremde, Gentlemen. Seid diszipliniert. Agiert als Team. Gebt ihren Fans nichts zum Jubeln. Erzwingt Fehler. Dann bekommt ihr euer Auswärtstor. Harte Arbeit und Selbstvertrauen haben uns hierher gebracht. Doch heute zählen auch Konzentration und Intensität genauso viel. Nur eine einzige Unaufmerksamkeit und alles ist vorbei. Si se puede. Red doch mal Deutsch, man versteht dich nicht. Was sagt der Leute? Kann jemand von euch Spanisch? Wahrscheinlich sagt er sowieso irgendwas wie, auf geht's. Oder so, komm, wir schaffen das. Jungs, ihr packt es. Ah, Leute, es macht schon Bock. Für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt schon mal zu diesem Zeitpunkt, Kapitel 4. Für mich persönlich könnte es noch ein bisschen mehr Story sein. Das finde ich ein bisschen wenig bisher. Weil, weiß ich nicht. Weil ich es halt ein bisschen wenig finde bisher. Hier haben wir die Einblendung, so läuft die Heimmannschaft heute auf. Also die Richtung. Den habe ich nicht angefordert. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Alter. Hunter. Sie rücken schön nach, bieten Sie an. Bam! Oh! Shit, Alter. Das wär's so gewesen, Mann. Batz. Boah, da wäre er niemals rangekommen. Shit. Boah, guter Versuch, ey. Ja, also wie gesagt, für mich wäre es ganz cool gewesen, wenn ein bisschen bis hierhin mehr Story gewesen wäre. Man hätte ja auch mehr Erlebnisse machen können, abseits des Fußballplatzes, was er so mit seinen Teamkollegen erlebt. Oder so allgemein so auch, ich weiß nicht. Gerade wenn man so auch Entscheidungen versucht mit reinzubringen, wie es Rollenspiele machen. Erstmal, soweit ich das auch gehört habe, diese Entscheidung zum Beispiel den Manager zu feuern, hätte nichts Wirkliches geändert, nicht wirklich was geändert. Und ich finde gerade auch so, wenn man noch so einen jungen Fußballspieler, so einen angehenden Star begleitet, es gibt ja immer wieder, ich sag mal, zumindest die Möglichkeit, dass der eine abrutscht, der eine zu viel Party macht, der eine zu viel rumvögelt oder sowas. Und dass es dann vielleicht mal so eine Seiten geben würde, so weißt du, von Alex, dass man da zumindest dann entscheiden kann, will man jetzt mit auf die Party gehen, aber dann könnte es sein, dass man zu spät zum Training kommt oder irgend so eine Sachen halt ein bisschen mehr einbaut. Fände ich persönlich noch ein bisschen interessanter, denn Fußballspielen an sich kann man auch im Karrieremodus. Jetzt gibt's Einwurf, nicht weit weg vom Tor. Das muss nicht so viel sein im Journey-Modus. Jetzt vielleicht. Jawohl. Schönes Ding. Hä? Abseits? Lügenbold, du kleiner Lügner. Ja, komm. Schau nochmal mit drauf, Buschi. Ja, spätestens hier zu sehen. Ja, okay, deutlich. Scheiße. Entscheiden war völlig richtig. Wie seht ihr das, Leute? Ist euch genug Story vorhanden? Oder könnte es auch für euch ein bisschen mehr sein? Gefährlich. Jawoll! Mach ich einfach nochmal ein Traumtor hier. Was geht ab? Boah, ich sollte mich öfters mehr auf meinen Schuss verlassen. Ich habe einen miesen Schuss drauf, Alter. Ja. Wie gesagt, so, also bisher haben wir ja auch nur zwei so möchtegern krasse Entscheidungen. Das eine war halt wirklich den rausschmeißen oder nicht. Da gab es ja auch,
stellenweise wieder hitzige Äußerungen so mir gegenüber, von wegen, das war die falsche Entscheidung. Du hast nämlich nicht so gemeint, wie ich das wollte. Also das ist falsch. Sowas gab es natürlich auch endlos vielen. Wo ich mir auch so denke, ich spiele, also ist für mich die Entscheidung, treffe ich, nicht du. Wenn du es treffen willst, anders, dann spiel selber und heul nicht rum. Aber gut, das ist halt auch so das Ding. Aber viele waren der Meinung, ey, lass den drinnen, zweite Chance, das ist ja cool. Kann man ja auch so äußern, ist ja kein Problem. Aber wenn da wieder so bei so Entscheidung immer, du hast die falsche Entscheidung getroffen, ist doch meine, Alter. Ist doch meine Entscheidung. Was geht mit dir ab, Alter? Da merkt man halt, dass manche noch nicht so wirklich viel in der Birne haben. Wenn die da richtig aggressiv werden wegen einem Videospiel. Das muss man sich halt einfach mal reinziehen. Aber gut, das ist das Internet, da muss man mit leben. Kann man auch ganz gut mit leben. Also ich zumindest. Sehr, sehr gut sogar. Ich schlafe friedlich ein, muss nicht weinen. Sondern weiß, geil, Mann. Er guckt trotzdem das nächste Video auch. Klicks, Klicks. Oh, Alter Junge, was soll ich machen? Sorry, Leute, aber jetzt mal ganz ernsthaft. Das sind halt auch ganz krasse Tore, die ich hier gerade schieße. Naja, also wie gesagt, um auf den Punkt nochmal zurückzukommen. Wie viel seht ihr das? Würdet ihr euch auch mehr wünschen, dass es allgemein mehr Story gibt, dass es allgemein mehr um Alexander Entwicklung geht und so weiter? Wie gesagt, so wenn du ein Star so langsam wirst, dann kann natürlich auch der ein oder andere zwielichtige Typ zu dir kommen und versuchen an dir zu verdienen oder an dir zu profitieren allgemein. Und so eine Situation gibt es bisher noch nicht so wirklich. Für mich persönlich hat der Manager absolute Bullshit-Scheiße gemacht, aber das war auch eine der zwei krassen, in Anführungsstrichen, krassen Entscheidungen. Wir sind jetzt bei Kapitel 4, also drei haben wir durchgezockt. Eine davon war Manager rein oder raus und die andere war guter Bekannter werden oder bester Freund mit Thierry Henry, was keine schwere Entscheidung war für mich persönlich. Wie gesagt, sowas würde ich mir persönlich wünschen. Das hätte ich zum Beispiel eingebaut, wenn ich Storyschreiber wäre, würde ich sagen, alles klar, lass solche Situationen einbauen. Man hört es immer wieder, manche... Ja, wie gesagt, manche steigen irgendwie dann auch ganz schnell wieder ab. Zu viel Party, zu viel Weiber, zu viel Geld, Drogen vielleicht, Blödsinn bauen. Ich meine, der ist ja auch noch jung, so weißt du. So eine Sachen hätte ich ganz gut gefunden. Leider machen sie das anscheinend nicht. Boah, schön, Alter. Was geht mit meinem Team ab, Alter? Die fummeln sich da durch, machen miese Tricks. Hallo, gib doch den Ball, er spielt nicht mehr auf mich, er ist richtig neidisch geworden. Ist ja richtig neidisch geworden, der Ball. Ja, hätte man viel mehr draus machen können, kann man jetzt schon mal sagen. Also hätte man viel, viel mehr draus machen können, viel mehr Potenzial wäre da gewesen. Wow. Als hättest du überhaupt keine Ahnung von deiner Rolle, daran musst du... Der wird ja richtig aggressiv, Alter. Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich zwei Tore geschossen habe. Und jetzt laufen Entschuldigung. Raste aus, Bruder. Ich bin gespannt, ob sie noch mal ins Spiel zurückkommen. Ja, wäre halt, wie gesagt, viel mehr möglich gewesen. Ja, weil das sind so Ideen, die ich jetzt hier rausgehauen habe. Das sind so Ideen, die mir jetzt in dem Moment eingefallen sind. Ich habe mich nicht vorher erstmal zwei Stunden Gedanken gemacht, sondern ich kam in 5 Minuten auf solche Ideen. Gerade wie gesagt, wenn man so ein Moralsystem oder so ein Entscheidungssystem. Schießt du doch, Bruder? Ah, fuck, ich war nicht vorbereitet. Vor allem, wenn man sowas einbaut. Ey, wie gesagt, auch mal ein bisschen konsequenter die Entscheidungen machen, dass sich das auch vielleicht dann lohnt, mehrfach durchzuzocken. Und wie gesagt, ey, ohne Scheiß. Die einen Teamkameraden sagen: Ey, yo, lass mal einen saufen gehen, wir haben geil gespielt. Jetzt können wir uns nochmal erlauben, Party zu machen. Und wenn du das dann eingehst, dass du dann vielleicht erwischt wirst von der Presse oder sowas. Oder zu spät zum Training kommst, dementsprechend weniger Fortschritt machst für deine Karriere, für deine Stärke allgemein. So Trainingsrückstand hast an anderen gegenüber, die nicht so aufgegangen sind. Und so eine Sache. Sowas kann man ganz schnell einbauen. Fand ich persönlich deutlich besser, als wie es jetzt hier ist. Halbe Stunde noch. Dann ist das Spiel vorbei. Ja.
Weil wenn man sich das mal reinzieht, dass es jetzt Alex Hunters zweites Spiel ist, wissen wir jetzt, oder haben wir noch nicht so viel gesehen von dem. Wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Zardes. Ein guter Doppelpass. Jetzt wird's gefährlich. Und Hunter. Wow. Schöner Ball, das war eine große Chance. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer. Ja, aber du bist ja noch von mir. Tolle Partie von ihm heute. Nicht genauso, Wolf. Das war Weltklasse, ja, was er da heute gespielt hat. Okay. Spieler des Spiels. Cool. Das haben wir schon alles erledigt. Tony Chili, Alter? Tony Chili, Milli, Vanilli? Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Alessandrini. Giovanni Dos Santos. Wird das eine Torchance? Da müssen sie aufpassen. Geht er rein? Ganz stark vom Torwart. LA mit dem Wechsel. Spiel, Mann. Eckball, Tor machen. Da geht er hin und faustet den Ball weg. Number 17, Sebastian Maggia. Da kommt der Pass. Ach Mist, das wäre so ein... Und Hunter. Übelst geiler Pass gewesen. Jones. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist er. Ahnt er. Den kann man schon mal ahnen. Chani. Geht da drauf, Jungs. Oh. Komm schon, schieß! Ach Mist! Ist doch nicht zu glauben! Mann, Alter! Das wäre eine geile Vorlage für mich gewesen. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Ashley Cole. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Williams. Still geworden ist es hier, Buschi. Aber auch kein Wunder, oder? Das sind die Fans nicht gewohnt, dass ihre Mannschaft so chancenlos ist. Schöner Pass in den Lauf. Und Hunter. Da zieht er ab. Ah. Toller Schuss mit ganz viel Gefühl, technisch brillant. Jermaine. Kein Tor, mein Gott, war das knapp. Die Kommentatoren, ey, ganz schlimm. Jones. Jetzt nochmal ein Traumtor. Okay, alles klar. Schade, sorry. Ja, wie gesagt, den Buschmann, den mochte ich schon bei Schlag den Raab einfach nicht. Klasse Pass. Ach Mann. Das war kein klasse Pass. Er wurde abgefangen. Was labert der? Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Alex Hunter. Gut verteidigt hier. Gut verteidigt. Geht drauf, jawohl. Ja, gut doch. Genau das, was man ihr Schweine, her mit dem Ball. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Wirklich klasse, was der hier heute gezeigt hat bei diesem Erfolg. Mit seinem Dreierpack war er natürlich der entscheidende Mann. Tja, was soll ich machen? Das waren halt auch, ey, ohne Witz jetzt mal. Das waren schon präzise geschossene Tore, ey. Und der wäre auch fast dann gewesen. Boah, der Position, der meint's richtig ernst, ey. Ja, sorry, Mann. Sorry, Alter. Ich habe ja sogar 3 Tore geschossen. Ich dachte, das erste hätte ich gar nicht gemacht. Bisschen selbst verwirrt. Neben mir steht jetzt Alex Hunter von den LA Galaxy. Alex, Ihre Tore waren heute entscheidend. Was ist Ihr Kommentar zu Ihrer überragenden Leistung? Wirklich alles, was ich heute gemacht habe, hat gepasst. Manchmal läuft es einfach. Ich war heute unbesiegbar, habe alles getroffen. Die Verteidiger haben schon Albträume vor mir, nächtelang. Danke, Alex. Die Antworten, wenn du die hitzköpfigen Antworten nimmst, ist so übertrieben dumm. Einfach. Schon wieder 9,8, obwohl es 10,0 stand. Was soll das? Der will mich doch verarschen eigentlich. Sind wir jetzt noch einen Punkt gestiegen eigentlich? Immer noch nicht.
Ey, ich will doch hier die Volleys nochmal hochmachen. Weil Flanken brauche ich jetzt nicht unbedingt. Schade, aber gut, die Antwort hat dann wahrscheinlich wieder einige, hat mir wahrscheinlich wieder einen Platz gekostet in der Mannschaft. Kann ich auch verstehen, man muss ja jetzt nicht auf super duper dicke Hose machen oder sowas. Aber, mein Gott, man kann sich auch sowas mal erlauben, oder? Ab und zu geht das schon mal. Na gut, Leute, das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was ihr so davon haltet, bis hierhin vom Journey-Modus. Ist euch genug Story drinne? Was haltet ihr von meinen Ideen so, dass man, wie gesagt, Entscheidungen treffen soll? Ich habe da halt immer vor den Augen entweder ein Rollenspiel oder sowas wie Beyond Two Souls oder Until Dawn und so weiter. Wisst ihr, was ich meine? Da gibt es halt auch deutlich mehr Entscheidungen zu treffen. Deutlich mehr konsequenter sind die Entscheidungen oftmals als hier. Wisst ihr, was ich meine? Und so stelle ich mir das halt vor, nur halt mit einer richtig geil fesselnden Fußballstory oder sowas. Naja, das sind so meine Ideen. Wenn es euch natürlich auch zudem noch gefallen hat, die Folge, aber wenn ihr bis hierhin geguckt habt, hoffe ich das doch. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, hört beim nächsten Mal mir wieder zu, wie ich irgendwas laber. Bis zur nächsten Folge, Leute. Danke fürs Zuschauen, haut rein und tschüss.